Politec Scanning-Vibrometer messen schnell eine hohe Anzahl von Schwingungsdaten ohne Beeinflussung des Prüflings. Mit Stativen werden die drei Scanköpfe vor dem Messobjekt positioniert. Dieses Video zeigt Ihnen eine schnelle und flexible Alternative zu Einzelstativen. Klein zusammengefaltet rollt das Stativsystem durch jede Türöffnung und entfaltet erst am Einsatzort seine volle Größe. Es verfügt über drei unabhängige, motorisierte Achsen zur Höhen- und Winkeleinstellung des Scankopfes. Zur Einstellung des Abstands der Scanköpfe dienen drei Arme, die Sie zunächst ausklappen müssen. Zuerst zeigen wir die sogenannte X-Stellung, die für größere Messflächen optimiert ist. In jeder Arbeitsstellung ist das Stativ kippsicher am Boden abgestützt. Das Stativ befindet sich jetzt in der X-Stellung. Und wir bestücken die Schnelladapter mit den Scanköpfen. Nachdem die Kabel verbunden und gesichert sind, richten wir das System exakt auf das Objekt aus. Der Abstand der Scanköpfe wird einmalig manuell der Scanfeldgröße entsprechend eingestellt. Je ein Kugelkopf pro Sensor sorgt für die genaue Winkelausrichtung der Köpfe zueinander. Das Messsystem ist jetzt einsatzbereit. Für enge Prüfstände oder große Arbeitshöhen bringen Sie das PSV-AT51 in die sogenannte W-Stellung. Zwei Personen brauchen für den Umbau etwa 5 Minuten. Wir zeigen den Umbau im Schnelldurchlauf. Nach dem Abbau der Scanköpfe drehen wir die Konsolen der Kugelköpfe und schwenken die Arme nach oben. Nach der Montage und dem Ausrichten der Scanköpfe bereiten wir die Messung vor. Wenn Sie die Scanköpfe ganz nach oben fahren, sind auch höhere Objekte von oben leicht messbar. Wenn Sie noch höher hinaus wollen, oder Ihre Messung automatisiert über Nacht erfolgen soll. RoboWip ist der große Bruder des Stativsystems und bietet Ihnen noch mehr Flexibilität in der Schwingungsanalyse.